Ja, guten Tag. Nils und ich geben eine kleine Einführung zu Plugins in Joomla. Kleinen Einstieg, wir machen eine Doppelsession, switchen auch immer hin und her, machen also beides so ein bisschen gemeinsam. Erster Teil ist tatsächlich Einführung und zweiter, da geht es dann ein bisschen zur Sache. Ich stelle mich kurz vor, Axel Hartmann, wer mir folgen will auf Twitter unter @continga. Wer mich bei Facebook sucht, sucht bitte nach dem Bild, was wir da veröffentlicht haben. Das, also nicht davon abhalten lassen. Selbstständiger Webentwickler, komme aus Eckernförde, also hier Norddeutscher. Und für mich war tatsächlich auch Plugins der Einstieg in die Programmierung von Joomla. Seht ihr gleich warum. Ist so ein generalistischer Ansatz. Man hat gleich mit ziemlich vielen Dingen zu tun und hat aber trotzdem die Möglichkeit, ganz schnell und ganz einfach ziemlich schnelle Ergebnisse zu erzielen. Plugins in Joomla sind zu finden, wenn ihr das installiert habt, seht ihr, dass es gibt ein Verzeichnis Plugins und dann seht ihr, darunter sind die Plugins organisiert und gruppiert in Gruppen. Ich habe 5 Stück mal rausgegriffen, es gibt noch ein paar mehr. Plugins greifen an verschiedenen Stellen ein im System und die Content-Plugins behandeln hauptsächlich natürlich alles, was sich um den Content dreht. System-Plugins sind an der Stelle vielleicht ein bisschen, sage ich am Ende was zu. Authentification ist klar, alles was sich um Login und Berechtigung dreht, wird da abgehandelt. Alles was mit User ist, gibt es halt im Bereich User und für die Suche gibt es den Bereich Search. Und System, also da muss man auch tatsächlich ein bisschen darauf achten, dass das strikt organisiert ist und dass man Dinge, die den Content behandeln, eben auch in diese Content-Gruppe eingliedert. Und bei den anderen eben auch. Bei System-Plugins, die greifen immer. Also wenn man mal ein ganz schnelles Plugin programmieren will und gar nicht so genau weiß, um welchen Bereich es sich da nun handelt, dann kann man das einfach mal in die Systemgruppe schmeißen. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ich zeige das gleich mal, wie das geht. Also was es heißt, in die Systemgruppe reinzuschmeißen. Plugins werden ausgeführt zu bestimmten Zeitpunkten im Ablauf eines Seitenaufrufes. So kann man das, glaube ich, mal allgemein sagen. Diese Zeitpunkte sind Events und die sind definiert in Komponenten, in Erweiterungen, kann jeder nutzen. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, wo sowas definiert ist. Und es gibt halt in der ComContent-Komponente die Datei unter ViewsArticle, die ViewsHTML.php. Und da gibt es 2 Stellen. Es gibt mehrere von diesen. Es wird ein Event-Dispatcher instanziert. Und der steht dann zur Verfügung und wird dann getriggert. Und bei dem Triggern gibt es dann, ich versuche das mal deutlich zu machen. On Content Before Display. Alles andere muss einen erstmal gar nicht interessieren, was dann noch übergeben wird und das Item wird übergeben, also alles, was an dem Artikel dranhängt, die Parameter und Offset, da geht es noch mal irgendwie um die Pagination und ist erstmal total uninteressant, weil man das ja sowieso nur sucht im Quellcode, die Stelle. Und dann sieht man, da wird ein Dispatcher getriggert, und zwar ein On-Content-Before-Display. Und dieses Event können wir in den Plugins später nutzen und uns an der Stelle im Code einklinken und Dinge verändern, übernehmen. Und zwar ohne, dass wir eine eigene Komponente schreiben, sondern einfach nur mit Plugins. Diese 2 Events werden wir heute behandeln. Also wir werden Beispiele sehen, die genau bei diesen beiden Events eingreifen. Es gibt eine Übersicht
aller Events, ich glaube sogar auch auf Versionen, ne? Genau. Auf Versionen, so eine Matrix, in welcher Joomla-Version welches Event zur Verfügung steht. Das findet ihr unter jireo.com/matrix. Sage ich auch später nochmal was zu der Domain und wer dahinter steckt. Heute geht es aber, in der Einführung geht es auf jeden Fall nur um diese beiden Events. Eigentlich braucht ihr nur zwei Dateien für ein Plugin. Das mal, also wir sind im Standard Joomla Installationsbereich im Verzeichnis Plugins. Dann kommen die Gruppen, die ich eben angesprochen habe. Wir sind in der Gruppe, also im Verzeichnis Content. Und da habe ich jetzt mal ein neues Verzeichnis erstellt, Beispiel, und habe dort zwei Dateien abgelegt, eine Beispiel PHP und eine Beispiel XML. Mehr braucht man nicht für ein Plugin. Die XML-Datei ist die Manifest-Datei, die Installations-XML. Diese hier hat eigentlich schon viel zu viel Informationen. Also ihr müsst natürlich starten mit XML-Definition und dann beschreibt ihr in dem Tag Extension halt, worum es geht. Version ist tatsächlich die Minimalversion, für die, also die Joomla-Version, für die ihr das plant. Dann müsst ihr einen Type definieren, in diesem Fall Plugin. Dann kommt die besprochene Group zum Tragen, eben Content oder System oder was ihr wollt. Und Method ist nicht zwingend notwendig, aber ihr könnt, wenn ihr Method Upgrade angebt, eben später auch euer Plugin sozusagen, wie sagt man, ja, upgraden, erweitern. Ja, genau. Also ihr könnt eine neue Version, bei der Versionsnummer könnt ihr halt hochzählen und es wird automatisch erkannt, dass es halt neu installiert, neu drüber installiert werden soll. Was ihr zwingend braucht, ist ein Name. Eine Description wäre gut. Autor, Creation Date, Version ist nicht zwingend notwendig, macht es leichter nachher natürlich, das zu tracken, aber für den Start braucht ihr es nicht. Und ihr müsst in dem Files-Tag unten müsst ihr halt ein File-Name, mindestens ein File-Name deklarieren. Und das ist die Beispiel PHP. Die müssen auch, Namenskonvention muss genau eingehalten werden, also das Plugin, das Verzeichnis, in dem die beiden Plugin-Dateien liegen, muss genau so heißen wie die beiden Dateien. Und dann haben wir hier die einfachste Form einer PHP für das Plugin. Der übliche Einstieg, also um den Direktaufruf zu verhindern, halt, define or die. Und dann definiert er eine Klasse. Die Namenskonvention ist vorgegeben. Es muss so beginnen mit PLG für Plugin, dann Content und dann der Name des Plugins. Und es erweitert eine Klasse JPlugin. Dann habt ihr mindestens eine öffentliche Funktion. Und wir wollen uns ja hier auf dieses Event on Content Before Display konzentrieren. Da gibt es diese Parameter, die eben schon bei der Definition des Triggers aufgefallen sind. Und alles, was wir machen, ist, wir verändern, also mit Row wird sozusagen das Ausgabe-Item übergeben. Und wir verändern hier den Intro-Text und ersetzen einen bestimmten Text, nämlich hier leben, durch einen formatierten Text. Das zeigen wir gleich nochmal live, wie das aussieht, also welche Auswirkungen das hat. Diese beiden Dateien werden gezippt und können dann ganz normal über Erweiterungen installieren, in das Joomla-System eingespielt werden. Dann taucht die an der Stelle auf. Kleine Frage. Ja. Wenn jetzt mehrere Plugins auf das gleiche Event losgehen, ja. In welcher Reihenfolge werden die abgearbeitet? Zeige ich gleich nochmal, wo das definiert ist. Dann taucht das Plugin nach der Installation, taucht das Plugin da auf
Und hier sieht man schon, dass es aktiviert ist. Das ist standardmäßig nicht so, sondern die sind erstmal nicht aktiviert. Das heißt, man muss da dann nochmal draufklicken und in den Plugin-Einstellungen muss man es dann oben rechts, das was grün sein soll, da wird es dann aktiviert. Und zwei Felder darunter sieht man auch schon Reihenfolge. Da kann man dann definieren, in welcher Reihenfolge das abgearbeitet wird. Das war es erstmal. Hier tauchen dann die Texte wieder auf, die man hier Plugin Content Beispiel Description, das ist das, was in der XML definiert ist. Also da kann man dann natürlich ein bisschen mehr schreiben und ein bisschen treffendere Texte. Und dann steigen wir mal ein und gucken uns mal an, wie das aussieht. Sieht man das? Ja, ne? Das ist so lahm hier, das Netz. Krass. Also eigentlich hängst du direkt in der Quelle hier. Okay. Das Loch ist abgewählt. Okay. Ah, jetzt scheint es zu gehen. Tja, eigentlich, Johannes. Ich bin sogar im Local hier, das ist eigentlich... Okay, dann ist das ja eher... Och Mensch, was soll das? Kann sich denn jeder da unter was vorstellen, was die machen? Ich kann es mir zum Beispiel helfen. Ja, kommt jetzt. Das ist die Stelle, an der wir eben ausgestiegen sind aus der Präsentation. Wir aktivieren das Plugin, oben rechts. Nicht so schnell hier. Ne? Läuft ja wie Hölle hier. Tja. So, genau. Also wir sehen, ich habe einfach nur eine ganz einfache, ohne irgendwelche Extras, Standard Joomla-Installation, Template ist Protostar. Und es gibt uns hier aus einen Kategorieblock. Und wir haben drei Beiträge. Und wir haben an zwei Stellen den Text hier leben. Einmal hier, wo ich jetzt gerade mit der Maus bin. Und einmal hier. Und wie man sieht, ist es hier halt fett und das Leben kursiv. Und das ist genau das, was unser Plugin eben gemacht hat. Wenn ich das jetzt ausschalte, das Plugin, und lade die Seite nochmal neu, dann ist es halt wieder normal dargestellt. Also das heißt, bevor der Content angezeigt wird, habe ich nochmal die Möglichkeit einzugreifen und bestimmte Dinge zu verändern. Das ist ein sehr triviales Beispiel. In der zweiten Präsentation zeigen wir nochmal ganz umfangreiche, aber ich möchte nochmal zeigen, wie man auch Formulare nochmal erweitern kann. Ja? Wo kann man sehen, welche Events es überhaupt gibt? Das sieht man auf dem Link, den ich eben genannt habe, jireo.com und dann in der Matrix. Ich zeige das nachher auch nochmal. Es gibt auch eine Joomla, auf der Dokumentationsseite gibt es das, glaube ich, auch nochmal. Alle Events, die es gibt. Aber die Matrix ist eigentlich viel übersichtlicher. Ja. Insgesamt. Ja, genau. Kann eine Komponente eigene Events haben? Ja, genau. Das zeige ich jetzt nochmal hier am Code. Also ich
Also hier noch ein weiteres Plugin, nennt sich Formular. Und man sieht schon, es hat einen weiteren Ordner, den wir vorher nicht hatten, Form. Und wir haben auch eine erweiterte XML-Datei. Hier ist der Folder Form noch mit aufgeführt. Die Index gibt es nicht, aber das macht nichts. Und in diesem Form-Folder haben wir eine Erweiterung XML, habe ich sie genannt. Wer sich mit Formularfeldern in Joomla auskennt, weiß, dass es alles in XML definiert wird, die einzelnen Felder. Und was hier jetzt steht, ist nichts anderes als ein zusätzliches Feld, nämlich die Definition für ein zusätzliches Textfeld mit dem Namen. Was denn? Könntest du den Font einmal größer wählen, was du musst nur Apfeltaste und hochziehen, dann wird das für alle größer. Also. Ja, super. Ja, okay. Genau, das ist die Definition für ein zusätzliches Feld in einem Fieldset. Über den Namen Zusatzfeld wird es halt angesprochen und es hat ein Label und Description und ist als String definiert. Und was wir machen in der PH. Ja? Das ist nochmal extra definiert worden jetzt. Du hast da oben das als Textfeld definiert und dann muss es noch zusätzlich sagen, dass da nur Strings möglich sind. Also, ja, du kannst ja auch Zahlen eingeben in ein Textfeld, genau. Ich könnte es auf Float setzen oder einen anderen Filter reinsetzen, klar. Genau. Das ist immer noch ein einfaches Beispiel. Ist halt noch erweitert um einen Constructor, die Klasse, indem wir einfach auf den Constructor der J-Plugin-Klasse gehen und zusätzlich hole ich mir hier nochmal die Application und die brauche ich gleich nochmal zum Prüfen. Und dann nehme ich dieses Plugin geht halt auf ein anderes Event, auf das On-Content-Prepare-Form, also geht in den Vorbereitungsprozess eines Formulars und ich habe ein Form-Element und ich habe Data und was ich dann prüfe, ich hole mir den Namen des Forms und was ich prüfe ist dann, dass dieses Plugin greift nur, wenn ich comContact aufrufe, das heißt also ein Kontaktformular aufrufe. Und wenn ich mich auf der IsSide, also das heißt im Frontend, bewege. Und was es dann macht, ist, ich lade einen zusätzlichen Pfad in mein JSON-Objekt und lade dann eine spezielle Datei dazu, zusätzlich. Und das ist genau meine Erweiterung XML, die ich eben gezeigt hatte. Und dann können wir uns einmal angucken, was das für Auswirkungen hat. Ich deaktiviere das nochmal. Ich habe ein einfaches Kontaktformular, nicht mal hübsch gemacht, alles noch Standard. Sieht so aus, kennt ja jeder. Hoffe, das sieht man. Soll ich es größer machen? So. Und nun kennt man ja Anforderungen, die da heißen, ich hätte noch gerne irgendwie ein Zusatzfeld. Also ich möchte noch gerne derjenige, der das Kontaktformular abschickt, nochmal den Firmennamen oder sowas mit angeben soll. Dann aktivieren wir mal das Plugin. Wo habe ich es? Da. Und dann lade ich das Kontaktformular nochmal neu, die Kontaktseite. Und dann haben wir hier unten das Zusatzfeld. Ich habe es jetzt einfach nur Zusatzlabel und ist optional. Ich habe auch die Möglichkeit in der XML-Definition für das Feld eben auch zu sagen, required gleich true. Da gibt es halt auch, also gibt es eine ziemlich gute Dokumentation auf der offiziellen Joomla.org. Kommt man da, glaube ich, nee, joomladocs.joomla.org. Und da gibt es auch noch zusätzliche Parameter. Also ich kann das auch als Pflichtfeld definieren, dann kriegt es halt den nicht optional, sondern kriegt den Stern. Und ich kann das auch noch an einer anderen Stelle ausgeben. Im Moment ist es halt so, es wird erstmal das Standardform geladen und dann kommt alles das, was zusätzlich ist. Ich könnte auch über ein Template Override das an eine andere Stelle eben setzen. Und das sind, finde ich, zwei sehr einfache
Beispiele dafür, wie man in den Content eingreifen kann mit Plugins. Und ich finde, es ist ein ganz guter Einstieg in Joomla-Programmierung, weil man ja gezwungen ist, diese Events sich rauszusuchen. Also wo kann ich überhaupt eingreifen? Und dadurch ist man gezwungen, in die Komponenten oder in die Module, in die Komponenten reinzugehen und sich die Events rauszusuchen. Man guckt in den Quellcode rein, man versteht langsam, wie sind die Abläufe, wie funktioniert es. Und so kriegt man ein Gespür dafür. Und wenn man dann in Plugins ein bisschen sicherer ist, dann kann man halt auch mal sich weiter vorwagen. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Sollen wir noch ein bisschen Beispiel machen? Oder? Fragen. Ganz viele Fragen jetzt. Solange die nicht aufeinander aufbauend sind, nicht. Ne? Also ich habe... Magst du die Frage wiederholen? Achso, ja, Entschuldigung. Die Frage war, ob man bei der Reihenfolge was beachten muss, wenn man die Plugins... Es kommt noch an, was du programmierst. Also wenn irgendein Plugin, der da das Gleiche macht oder da eingreift und da verarbeitet, du kannst ja mit Plugins, ist ja grenzenlos, was du machen kannst. Und wenn du... Ich spreche mal hier rein. Ja, ja, genau. Achso, wie in einem Feld. Okay, alles klar. Ja, es ist halt grenzenlos und wenn irgendein Plugin vorher eingreift und was verändert, was du eigentlich gerne haben möchtest, also musst du natürlich gucken. Aber ich zeige das nachher, wie du debuggst und reinspringen kannst und gehe da auf diese Punkte drauf an. Was wir ja jetzt auch noch nicht drin haben, ist dieses Formularfeld, was du ja ausfüllst, das muss noch irgendwo hingespeichert werden. Na? Und entweder packst du das in die Params in Joomla, dann wird das als JSON-String in der Datenbank gespeichert oder du machst eine eigene Datenbank, aber das hat es hier nicht raus. Genau. Ja, oder du nimmst es über ein Kontaktformular, wird es einfach nur weggeschickt. Also ja. Da kannst du ja, ne? Genau. Ja. So. Aber das ist echt nur ein Einstieg, einmal zu zeigen, wo bin ich, wo muss ich was ändern. Wir zeigen gleich nochmal ein paar mehr Beispiele, wo man auch mit den Formularen, also so wie man jetzt ein Kontaktformular erweitern kann, kann man natürlich auch im Backend Formulare erweitern und da eben speziell auch bei den Beiträgen. Also wenn mir das auch nicht mehr reicht, was ein normaler Standard-Joomla-Beitrag hat, kann ich das eben auch ganz einfach erweitern. Will irgendjemand jetzt gleich woanders hin, der jetzt noch eine Frage hat, irgendwas sehen möchte oder so? Weil wir sagen, wir zeigen es gleich und dann wollt ihr irgendwo anders hin. Ne? Okay. Habt ihr noch welche Fragen? Hat irgendjemand einen Wunsch, einen Anwendungsfall, wo er so ein Plugin anwenden? Ja? Mich interessiert, würde das ein bisschen diese Datenbank-Ebene, was man Do's und Don'ts sozusagen, was man, wie man vielleicht dann auf ein Modell, man hat eine Erweiterung schon, ist fertig programmiert, kann man dann, wie man auf das Modell zugreift oder ob man das erweitert oder ob man eine eigene Komponente schreibt oder ein eigenes Modell da reinpackt, solche Beispiele. Ja, wir erweitern ja gleich mal den Content und also, haben ja da auch ein Beispiel. Genau, also ich mache gleich in meiner Session, sage ich mal, zeige ich, oder ich habe ein eigenes CCK mal geschrieben und da zeige ich aber die Basics jetzt nur, ganz abgespeckt, und ich erweitere die Com-Content-Artikel mit einem Subtitle und speichere den woanders hin in der extra Datenbank. Ja? Aber das, was du jetzt da zum Beispiel meinst, ist ja, keine Ahnung, Artikel, du hast das Model geladen und willst das irgendwie erweitern und willst die Instanz davon haben, oder willst du... Also ich habe ja, das ist ja klassenbasiert, also dass man das richtig, also wie das mit dem Modell ist, ob ich das nutzen kann oder lieber ein eigenes Modell schreiben. Also das ist ja die Frage, wie ich vorgehe. Das ist im Prinzip so ähnlich. Ich würde eigentlich vielleicht irgendwie vorhanden erweitern, vielleicht wie eine Abart vom Content, sage ich mal, das ist ja oft irgendwas machen zusätzlich. Ja. Ich möchte das nutzen, ich möchte nicht alles von vorne machen. Genau. Das ergänzen eigentlich. Das Problem ist ja in der Geschichte, das kannst du ja schon vergessen eigentlich, in dem Sinne, also das Model irgendwie zu erweitern oder zu... Klar, du kannst mit Plugins sogar auch komplette Libraries einsetzen und überschreiben. Ja, du könntest dann zum Beispiel sagen, ich extende das Model, das ganz normale, und nehme den gleichen Namen wie com-content oder sowas. Das heißt ja dann, was war das? Content, Model, Artikel oder sowas. Ja, genau. Ja, und dann könntest du das überschreiben. Aber wenn du das jetzt erweitern oder sowas willst, würdest ja dann immer nur in com-artikel der Datenbank ja drin landen. Und da sind ja Felder ja schon drin. Du erweiterst nicht, wie es macht zum Beispiel Seeblot, kannst du ja auch
die Datenbank erweitern, aber das ist mir irgendwie ein Update oder du willst es kopieren. Also ich würde das immer in eine extra Datenbank-Tabelle noch speichern. Ja, genau. Ja, aber dann kannst du aber hauptsächlich schon fast gar nicht das Model irgendwie benutzen. Es gibt zwei extra Trigger. Bist du nicht der von Fabrik oder so? Nee. Warum fragst du? Ich weiß es schon, nee, aber nicht, also wie gesagt, ich bin jetzt mit der Komponentenprogrammierung beschäftigt. Nee, aber andere Sachen angeguckt, aber generell sind die Fabrik ist ja ein bisschen anders. Ja. Ich denke einfach, man muss halt mal gucken, wie man das macht, wenn man sieht, was Fabrik oder. Da gibt es ganz viele, es gibt ja, so viele Wege nach Rom, aber ob es der richtige ist, ob meiner der richtige ist. Ja. Das ist ja auch einfach alles dreckig, sage ich mal, ohne Modell anschreiben. Das mache ich gleich. Ja. Das ja. Weil ne? Ich mache einfach GFactory get the database und dann, genau. Und dann speichere ich das rein. Aber, ja. Genau. Noch Fragen? Ich weiß gar nicht, wo ich dran. Viertelstunde. Das kommt auch dazu. Also wir haben ja jetzt eben einmal schon erweitert, du kannst komplette Verzeichnisse reinziehen. Du kannst auch einen Language-Folder reinziehen. Und dann, du hast gesehen, in den XML-Dateien waren ja schon vorgefertigt diese Language-Strings. Die können sich dann aus den Language-Files bedienen. Das kannst du nutzen. Also kannst auch Layout-Erweiterungen, kannst du auch noch mit in die Plugins, in die Plugin-Struktur mit einbinden und die dann sozusagen austauschen. Also das Standard-Layout über ein Plugin ersetzen durch ein eigenes Layout, das geht auch. Kannst aber auch das normale Template-Override-System nutzen. Ja. Das ist ja ein Einführungskurs. Ich hätte noch ein Problem damit, jetzt zu unterscheiden, wo nutze ich denn jetzt Overrides und wo Plugins. Also ganz pragmatisch mal ein, zwei Beispiele. Also Overrides. Willst du das fahren? Nee, mach mal, alles gut. Also, meinst du jetzt Overrides, HTML-Overrides, die du in Templates oder sowas drin hast? Ja, das, was wir hier heute oder gestern G-Over, G-Over, was die Sven und... gesehen haben. Genau. Da kann man ja einiges gut machen und das bringt irgendwie das jetzt. Du kannst... Oder dass man nicht anfängt, Plugins zu machen und man könnte das viel besser mit Overrides auch machen oder einfach... Also ich sag mal, das Beispiel, was wir ja eben gerade gemacht haben, dass du hier Leben zum Beispiel veränderst. Das heißt, du kriegst einen Datensatz. Geht im Override nicht. Ne? Das genau. geht halt im Override. Ja. Genau, ja. Genau. Nee. Ja, nee. Auch, du könntest mit PHP dir das reinziehen und es gibt klar. Nee, geht schon. Aber eigentlich geht es ja hier darum, dass du wirklich die Elemente erweiterst, also so wie wir es mit dem Formular gemacht haben. Sowas kannst du halt nicht mit dem Override machen, weil das Formularfeld ja noch gar nicht da ist. Es gibt ja ein relativ einfaches Beispiel. Ist zum Beispiel, wenn du als Administrator einen Benutzer anlegst, kriegst du eine E-Mail. Ja, das mit Benutzernamen, das wird auch durch ein Plugin getriggert. Oder wenn du eine E-Mail-Adresse vorne im Frontend eingibst oder ins Backend und der Text wird ausgegeben, wird das ja wegen Spamboards und so mit JavaScript verschlüsselt. Das macht auch ein Plugin in Joomla. Das sind so Standard-Plugins, die da drin sind. Vielleicht könntest du so auch mal kurz reingehen. Also du bist schon drin, ne? Ja. E-Mail-Verschleierung hier. Genau, E-Mail-Verschleierung. Das ist ja dieses E-Mail-Cloaking. Aber genau. Um jetzt Overrides und Plugins, also da muss man wirklich gucken, will ich jetzt rein den Aufbau vom HTML, was schon existiert. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass ein Ereignis gestaltet ist, das ist ja bei genau. Overrides nicht. Ne? Genau. Ja. Ich würde sagen, Override ist mir, wenn ich das gesamte Aussehen verändern will, genau. Ja. Die Daten eigentlich halten. Das ist eher ein Override, ja. Wenn ich. Du kannst es auch On-Before-Renderer, kannst du dir auch komplett den ganzen Body-Kram und kannst das auch komplett verarbeiten. Ne? Also, aber das ist von der Performance nicht so schön. Wobei ich zeige nachher auch gleich. Ich weiß nicht, wer hat schon mal so ein bisschen reingeguckt in Com-Artikel, wenn man da das HTML, das Edit-PHP sich anguckt, hat man ja so verschiedene Stellen, wo das Formular zusammengebaut wird. Und dann gibt es da G-Layout, Joomla-Edit, was weiß ich, Title-Alias. Ja. Das ist oben, wo der Title und der Alias ausgegeben wird, dieses Input. Da ist es ja zum Beispiel ein Override. Und um das gleich irgendwie, keine Ahnung, seine Formularfelder da reinzukriegen, damit das schöner aussieht, das zeige ich gleich. Das ist dann halt eine Kombination aus G-Override und G-Layout und da halt ein Plugin. Aber das zeige ich gleich. Ja. Gut. Will denn irgendjemand demnächst mal ein Plugin machen und hat dazu Fragen? Ja, wo wir helfen können, ja? Ja, für mich wäre vielleicht interessant, wenn der Google-Bot vorbeikommen ist, dass da eine E-Mail bekommt. Wenn der Google-Bot vorbeikommt, möchtest du eine E-Mail bekommen. Genau. Das, ja, also
entweder schreibst du es gleich ins Template, das würde auch gehen, aber du kannst als Plugin mit dem Befehl on after renderer, du kannst ja jedes, du nimmst das System-Plugin, das ist eigentlich, du musst ja nur den HTTP-Request auslesen, von wer ruft es auf, hast dann halt den Google-Bot. Ja, und du musst da halt einfach nur irgendwie gucken, wann kann ich das HTTP-Request auslesen. Und dann sagst du, wo habe ich den String drin, also den Google-Bot, und dann verschickst du die E-Mail. Und das kannst du halt auch mit einem Plugin machen, würde ich mit einem System-Plugin dann halt machen. Und dann guckst du nach einem Trigger, der gleich nach einem Aufruf der Webseite ausgeführt wird. Das ist zum Beispiel on after, nicht Renderer, sondern Initialized oder sowas, glaube ich. Und könntest dann dementsprechend da den Head auslesen, wer das aufruft, und dann schickst du dir eine E-Mail. Also kannst dann sogar auch gleich in den Plugin über Params, das zeige ich auch, wie man Plugins parametrisieren kann. Und dann trägst du da eine E-Mail-Adresse ein und lädst dann in den Plugin dein Gmailer, heißt das Ding, glaube ich, ne? Ja. Und nutzt dann halt von Joomla die Mailer-Funktion. Wer da nochmal weiter einsteigen will, genau, also für uns war das tatsächlich auch die Initialzündung. Wir machen jetzt mal Werbung. Wir verdienen da überhaupt nichts dran. Das ist nicht von uns, das Buch. Das Buch ist von Jesse Reinsma. Auch in der Joomla-Community unterwegs, kommt aus Holland. Und der hat, glaube ich, letztes Jahr dieses Buch geschrieben. Super für den Einstieg, wirklich Schritt für Schritt. Man kommt schon ziemlich weit. Wenn man das wirklich durcharbeitet, dann hat man wirklich... Also was da an Wissen preisgegeben wird, ist wirklich sensationell. Ist in Englisch, genau, aber lohnt sich. Also wer irgendwie der Sprache mächtig ist und damit klarkommt. Also ist aber auch wirklich gut geschrieben. Also ja, einfach, genau. Also die einzelnen Schritte kann man in einfachem Englisch geschrieben, genau. Und die Schritte sind nachvollziehbar und es ist wirklich praxisorientiert. Okay, also wenn dann... Genau. Keine Fragen mehr sind, dann machen wir hier jetzt einen Cut und dann übergebe ich an Nils.